Fakten, Personen und einige Anmerkungen zu einem Ballabend in der Suhler Stadthalle. 1:4, das war die Mannschaftsstärke bei diesem internationalen Turnier. Ein Torwart, Parkettspieler. Um den Pokal des Oberbürgermeisters bewarben sich 4 Teams. Odra Opole, Calivera sowie Erfurt und Suhl, die sich in dieser Partie gegenüberstanden. Die Blumenstädter gaben im ersten Spielabschnitt den Takt an und hatten erwartungsgemäß die Führung erzielt. In den zweiten 12 Minuten bestimmten die Suhler zunehmend den Ton. Couragiert wie in den FDGB-Pokalspielen zeigten sie wenig Respekt vor Göpel, Teich, Lindemann und Schröder, dem Stammvierer des FC Rot-Weiß. Rainer Müller haute mit diesem Treffer auf die Pauke, Ausgleich 1:1. Aber damit gaben sich die Suhler Akteure nicht zufrieden und 1600 Zuschauer auch nicht. 2:1, großer Jubel, aber Schiedsrichter Sub erkannte diesen Treffer nicht an. Laut Reglement muss in der Halle beim Eckstoß abgespielt werden. Chancen auf beiden Seiten. Und wer dieses Match gewinnt, könnte schon der Turniersieger sein, meinten viele. Aber weder die Erfurter noch die Suhler erreichten einen zählbaren Vorteil. Wiederum ein Remis, wie schon gegen Calivera. Erfurts Aussichten auf Pokalverteidigung sanken. Die Suhler witterten Morgenluft. Und das 1:0 durch Paul Kersten gegen Calivera schien ihnen recht zu geben. Doch mit dem 1:1, einem Selbsttor durch Kersten, begann der Anfang vom Ende der Suhler Hoffnungen auf den Pokalerfolg. Noch vor dem Wechsel sogar das 1:2 Torschütze Jürgen Schenk. Zwar heißt das Tiefenotter Stadion Kaffeetälchen, aber deswegen waren die Männer von Calivera noch lange nicht zu einem Kaffeeständchen nach Suhl gekommen. Bernd Teigi 1:3. Und auf einmal war aus dem Außenseiter der Spitzenreiter geworden, dem sogar das 1:4 gelang. Torschütze Gerd Nitsche. Die Suhler kamen zwar noch auf 2:4 und 3:4 heran, aber der Sieg in diesem Spiel und im Turnier war vertan. Die Tiefenotter lagen nun auf einmal vor der letzten Begegnung auf Rang 1. Nur noch die Männer von Rot-Weiß, hier gegen den polnischen Oberligisten Odra Opole, konnten ihnen diese Platzierung und damit den Pokal streitig machen. Die Erfurter spielten ihre technische Überlegenheit aus. Hier Lutz Lindemann und Klaus Schröder. Und sie hatten an diesem Tag auch das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite. 1:0, Dieter Göpel. Der Vorstopper war nicht nur der Solist, sondern zugleich der Dirigent des Erfurter Quintetts. Zwei zu null, ebenfalls durch Dieter Göpel. Noch vor der Halbzeit lag das 3:0 vor seinen Füßen, das die vorzeitige Turnierentscheidung bedeutet hätte. Odra Opole gab sich noch nicht geschlagen, wirkte aber nach Freundschaftstreffen in Dresden und Jena überspielt und auf dem Parkett wenig standfest. Kurz vor Ultimo, nach 140 von insgesamt 144 Turnierminuten, wurde der letzte Treffer registriert und als Torschütze erneut Dieter Göpel notiert. Hattrick. 3:0. Der Sieger stand fest, FC Rot-Weiß Erfurt. Die Sensation blieb aus. Nicht die Überraschung, dass sich der favorisierte Oberligist ganz schön strecken musste.